Jo, liebe Leute, was geht ab? Theo ist am Start und heute habe ich was Knackiges für euch. Und zwar wollen wir heute mal eine Super Mario 64 Mod ausprobieren, beziehungsweise es ist ein Remaster. Ich würde sagen, wir schnacken nicht lange. Lasst uns direkt rein ins Spiel gehen. Ich bin einfach so gehypt, ich will es zusammen mit euch das erste Mal austesten, Leute. Viel Spaß! So, jetzt geht's hier los, Leute. Von Nim Sony das Ganze. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze spielt. Ich habe es bei ihm gesehen auf dem Kanal, ist auch verlinkt in der Videobeschreibung. Erstmal ein kleiner Disclaimer. Und zwar ist es wirklich nur eine Fanproduktion, aber Leute, ihr werdet gleich baff sein, wie krass das gemacht ist. Er hat die Soundeffekte und das Mario-Modell und sonstiges hat er alles von Nintendo natürlich, aber die Strukturen und die ganze Umgebung, die Texturen, die hat er alle selber gemacht, Leute. Super Mario 64, los geht's. Leute, das ist einfach der Mario Odyssey Ladebildschirm, beziehungsweise das sieht fast identisch aus, Leute. Wir haben den Mario-Kopf hier, wir haben die Map von Mario Odyssey im Hintergrund und wir sehen hier, guck mal, die Maus. Er guckt nach der Maus, einfach ein kleines Gimmick. Einfach geil, Leute. Einfach knackig. So, und ich würde sagen, wir gehen direkt los, rein da. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Und man sieht schon, das Peach-Modell ist so knackig, so crispy, um ehrlich zu sein. Gleiche Soundfiles hat er benutzt. Ich bin gespannt, Leute, wie es jetzt, wie es die ikonische Kamerafahrt von Lakitu aussieht. So schön. Oh, so schön, Leute. Oh, knackig, Mann. Da kommt er rausgeschossen. Alter, Leute, zieht euch das rein. Das ist ja unfassbar, Leute. Also, zieht euch das einfach mal rein. Knackig. Und die Steuerung, ist sie so intuitiv? Ey, die Steuerung ist original. Ground Pound. Zack. Kann er krabbeln? Er kann sogar krabbeln. Er kann sogar Breakdancen. Zack. Nach vorne dashen. Den legendären Long Jump. Alter, wie geil. Da ist eine Münze. Leute, wir gehen gleich ins Schloss rein. Erstmal mit der Steuerung ein bisschen warm werden. Oh, ich krieg so Bock auf Mario 64. Kann Nintendo den nicht einfach anstellen, einstellen und dann können die einfach das realisieren und der soll einfach das Ganze leiten, Leute. Der hat das Ganze selber gebaut. Das ist das Schloss von Mario Odyssey, würde ich sagen, so zum Teil, oder? Das ist das Schloss von Mario Odyssey, Leute. Ey, wie knackig. Und da ist der Wasserfall. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob man aufs Schloss kann, bevor wir reingehen. Der gute alte Glitch, was ja damals ging. Mal gucken, ob das hier auch geht. Da ist eine Mauer, okay. LOL! Hier ist der Garten, Leute. Der Garten, wo die Boos eigentlich sind. Wo der Eternal Star ist. Ihr wisst alle, was ich meine. Aber der ist ein bisschen anders. Aber es sieht einfach geil aus. Das sieht ja richtig geil aus. Eternal Star, da ist es. Hochauflösen. Alice Real. Alice Real einfach mal rumrennen ein paar tausend Mal. Die Schilder sind auch alle funktionstüchtig. Ey, es ist so krass. Ey, kommt man da hoch? Bevor wir reingehen, will ich kurz gucken, was man hier alles machen kann in dieser Welt. Kommt man da hoch? LOL, man kommt hier sogar hoch. Leute, das ist ja sowas von geil. Es macht doch einfach so Spaß mit der Mario Engine, beziehungsweise mit dem Springen. Oh, es sieht so schön aus, mit der Mario Engine einfach rumzuspringen. Ihr müsst euch runterladen. Ich habe es auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Ey, das ist absolut, absolut genial. Da ist das Schloss. Oh, kommt man auf Schloss, da sind Coins. Da kommt man bestimmt drauf. Ey, die Steuerung ist auch so gut. Ich habe schon viele so eine Mario 64 Unreal Engine Sachen gespielt, aber das hier ist einfach so... Oh, sogar schwimmen kann man... Ey, jetzt wollen wir mal gucken, ob da drin was ist. Man kann sogar schwimmen. Er hat sogar die Schwimm-Engine mit reingehauen. Sollen wir mal gucken, ob hier was ist. Ich glaube es nicht, aber ist das geil, Leute. Es ist einfach richtig geil. Da kann man mal sehen, wie doll die Fans einfach Mario 64 remastered haben wollen und nicht das für ein DS. Das für ein DS war auch nicht schlecht, bin ich ganz ehrlich. Das eine ist, wenn ich das Lieblings-DS-Spiel, was ich gespielt habe, war ja auch ein Launch-Titel, glaube ich, aber es war halt trotzdem von der Steuerung so, weiß ich nicht, eher undirekt und hat sich eher ein bisschen clunky angefühlt. Da fühlt sich das hier schon viel besser an. Es fühlt sich so gut an, ihr müsst unbedingt mal spielen. So, jetzt gehen wir rein. Jetzt wollen wir mal gucken, ob da drin auch alles so... es ist ja alles... Es ist nicht so detailgetreu, wie ich gedacht habe. Also nicht nach dem originalen 64. So, und jetzt wollen wir mal gucken. LOL! Das ist ja eher angelehnt an den Mario Odyssey. An das Mario Odyssey-Schloss, würde ich sagen. Ja, es ist eher daran angelehnt, so ein bisschen hier. Ist das aber geil, Leute. Das Lied ist einfach hier. Kann man da rein? Nee, kann man nicht rein. Kann man überhaupt irgendwo rein in die Sterntüren? Kann man rein? Krass, ey, das ist einfach geil. Guckt euch das an, da sind die Bilder. Die Künstler sind hier alle, mehr oder weniger, haben ihre Credits bekommen. Ah, das ist sozusagen so ein Credit. Was? Hier ist ein Geheimnis. Was? Ey, das ist ja geil. Kommt man da auch noch rein? Einfach so ein kleines Geheimnis gefunden. Oh, wie geil, ey. Ich finde das so geil, Leute. Ich wünsche mir das so vom ganzen Herzen, dass Nintendo das macht. Und für mich ist das für den Nintendo DS auch noch kein Remake, beziehungsweise ein Remaster oder so. Das ist... Ja, ich wünsche mir einfach mit der Mario Odyssey Engine nochmal Mario 64. Ey, das wäre ein Geschenk Gottes. Oh, hier sind die Bomb-Oms. Bomb-Oms Battlefield, Leute, kann man noch nicht rein, leider. Er hat auch gesagt, es ist nur das Schloss eigentlich. Deswegen habe ich mich auch gerade so gewundert, als wir da reingesprungen sind. Oh, ist das schön.
ist das schön. Das richtige Schloss, das ist ja auch nicht das richtige, aber ich wünsche mir einfach Mario 64 nochmal, ey. Oh, wie geil das hier aussieht. Okay, man kann nirgendwo rein. Das ist dieser scheiß Aal. Oh, die Fische. Was ist da oben das Loch? Nee, leider nicht. Ja, ich wollte es euch einfach nur zeigen, kurz präsentieren hier in dem Video, weil ich habe gedacht, komm, das ist auf jeden Fall mal wert, hier in dem Video abgearbeitet zu werden. Okay, jetzt ist die Rutsche drin? Ah, leider nicht. Keine Rutsche, schade. Hätte das noch gemacht, die Rutsche? Ey, absolut geil. Es sieht so geil aus. Das Gesicht wird sogar ernster von ihm, wenn er schlägt. Ist das geil. Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Soll ich mehr solche Sachen austesten? Daumen nach oben. Ansonsten bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss. Euer Theo.